Aber halt auch Story, ne? Ich habe ja in der letzten Aufnahmesession schon so ewig hart lange trainiert. Molobomb ist weg. Ist das egal, wo wir lang gehen? Ah ne, warte mal, hier oben ging es nicht lang, ne? Oder? Ne, stimmt, hier war diese Stelle. Shit the fuck. Ah, wir können auch so rum dann. Nehmen wir noch den Kampf hier mit. Gegen Kandrama. So, nächstes Level, glaube ich, gerade für unseren Drachen. Gehen wir doch mal ganz geschmeidig zurück hier. Das Vieh ist ja auch cool. Bam. Weggeslashert. So, sie blockiert immer noch das Haus. Eben kurz die Nexomon auffrischen, falls jetzt was Unerwartetes kommt. Na bitte, deiner Truppe geht es wieder gut. Wir sehen uns später. Okay. Da war zwar ein Speichersymbol, aber ich speichere auch mal einmal jetzt zwischendrin. Okay. So, so, so. Matthew hat mir erzählt, was passiert ist. Ihr könnt den Nexocore behalten. Ich will nichts mit dem Nexolor zu tun haben. Oh, und hier sind eure Konzertkarten für die Rettung von Matthew. Konzertkarten erhalten. Sehr schön. Das ist großartig, Miep. Jetzt können wir Aufseherin ihrer treffen, Miep. Ich sehe euch dann beim Konzert. Miau. Lass uns zum Konzert gehen, Miep. Ich wette, wir sind dieses Mal in der Lage, die Broadcast-Nachricht des Nexolord zu lesen, Miep. Okay. Hier ging es zum Konzert, ne? Warte mal, waren wir hier drin? Nee, ging ja nicht mehr, ne? Weil wir ja direkt in der Schlange da standen. Okay. Erst noch ein paar Münzis. So. Na, Opa? Margo ist schon seit Tagen weg. Sie geht normalerweise in den südlichen Dschungel, um ihres lauten Konzerten zu entgehen. Ich bin als Bändiger nicht gut genug, um nach ihr zu suchen. Würdet ihr den Dschungel für mich besuchen? Klar. Aber jetzt direkt erstmal nicht. Okay, ab zum Konzert. Okay, okay, okay. Mal gucken, was jetzt gleich wieder Dämonisches passiert. Boah, auch geile Mucke. Yeah. Rocked. Und da liegt ein Gegenstand, den will ich haben. Neben der Box links. Oh, oh, bei beiden Boxen sogar. Das ist Ira. Cooles Design auch wieder. Hallo, Ignitia. Yay, voll im unsere Augen gerade bei unserem Charakter. Seid ihr bereit für Aufseherin Ira? Lass es uns anpacken. Heavy Metal! Heavy Metal Payback! Schwarzbild.
Ah. Oh, was geht ab? Die dämonischen Truppen. Der Nexolord, du bist spät dran. So etwas passiert, Buddy. Du hast keine Idee, wie schwer es ist. Der Nexocore, wo ist der? Ich glaube, es war eine Frau, aber die habe ich gut synchronisiert, hey. Ja, so ein Kind hat ihn gestohlen, heißt es. Ein Kind? Könnte es dasselbe Kind gewesen sein? Natürlich ist es das. Hey, hey, das ist nicht das Ende der Welt, weißt du? Ich kann einen anderen Nexocore auftreiben. Nein. Wir werden ihn zurückholen. Ich werde gehen. Und ich werde es selbst zu Ende bringen. Das sollte lustig werden. Schau mir zu. Hey Buddy, ein Hinweis. Ja? Du unterschätzt das Kind, Buddy. Ich habe einmal denselben Fehler gemacht, vor langer Zeit. Du sorgst dich zu viel. Lass mich dir erklären. Ach, das ist der Nexolord, alles klar. Cool, vorgelesen. Dass die Dinge hier etwas anders funktionieren. Das hier ist nicht deine Fantasie-Videospielwelt, Mark. Okay. Wir wissen jetzt also, dass die Frau uns holen kommt. Was ist los, Kind? Willst du ein Autogramm oder so? Eigentlich, Miep, wollen wir dich etwas über den Nexolord fragen, Miep. Oh, ich verstehe. Es ist wegen der Broadcast-Nachricht, hm? Oh, woher weißt du das, Miep? So. Ich wurde gewarnt, dass ihr vorbeischauen werdet. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass es nur ein dummes Kind sein würde. Hey, wohin gehst du? Ihr wollt die Broadcast-Nachricht, ja? Wir wissen beide, was passieren wird, Kiddo. Ich warte, und wenn ihr den Mut dazu habt, kämpft mit mir. Miep, ist es nicht irgendwie verrückt, Miep, wie jeder die Dinge mit einem Nexomon-Kampf regelt? Egal, Miep, du bereitest dich besser gut vor, bevor du hineingehst. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht so schwach wie Ivan. Wann immer du bereit bist, Miep, lass uns hinter die Bühne gehen, Miep, und auf sie in ihrer Gegenüber treten. Ja gut. Wiederbeleber. Und Elixier. Und ja. Ein feiges Speichern. In diesem Fall jetzt doch mal. So. Und ich würde sagen, rein da. YOLO. Komm rein, Kind. Ich habe gehört, dass du den Muskelprotz Ivan geschlagen hast. Fühlst du dich gut, nachdem du das kleine Würstchen besiegt hast? Diesmal wird es ernst. Im Namen des Nexolord. Du wirst untergehen. Nee, du wirst untergehen. Und jetzt hat man nicht so eine große Fresse hier. Pass auf, jetzt hat die so Level 30 Viecher. Boah. Das Teil ist ja voll cool, die Raupe. So, weg mit dir. Käsefußattacke, okay. Besser als eine Feuerattacke. Weg mit dir, Asteor. Und Broey. So, Broey, dann kriegst du jetzt mal Bro-mäßig eine Klinge am Kopf.
Und trotzdem müssen wir die anderen nachleveln, ey. Wenn unsere Gegner jetzt schon 20er haben. Gah. Hey! Denk nicht, dass du mich jetzt schon besiegt hast, nicht? Ach so, okay. Let's roll. Okay, jetzt hat sie nochmal 4. Cheaterin, Cheaterin, Cheaterin. Man darf nämlich nur 6 bei sich haben insgesamt. Level 25, ja, geile Scheiße. Frau Gue. Oh, das ist auch hübsch. Das ist nicht so hübsch. Oh nein. Okay, wir sollten vielleicht in dem Spiel doch... Warte mal. Anti-Fesseln. Scheiße, ey. Hohoho. Macht gut Damage. Komm, One Hit, jawohl. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, One Hit, komm. Bam. Wir haben ja auch noch Beleber gekauft. Okay. Okay, er hat seine Kraft erhöht. Und weg mit dir. Aha. Okay, trotzdem, wir müssen nachleveln. Ihr merkt es selbst, liebe Tomodachis. Level 41. Sie beißt die Zähne zusammen. Es ist vorbei, Miep Ira. Bitte zeig uns die Broadcast-Nachricht des Nexolord. Ich kann das nicht glauben. Es ist nur eine Entführungsmission. Entführung, Miep? Wen habt ihr denn vor zu entführen? Der Nexolord will, dass wir bestimmte Wissenschaftler gefangen nehmen. Wofür, Miep? Da bin ich überfragt. Ich befolge nur Befehle, Kumpel. Alles klar, Miep. Also, Miep, wer ist das Ziel, Miep? Mal sehen. So ein witziger Typ, der Dr. Oswald heißt. Oh. Ein Nerd, der Dr. Marco genannt wird. Ein alter Professor mit dem Namen Dr. Hubert. Oh. Und ein kleines Mädchen mit dem Namen Ellie. Was macht Ellies Name Miep auf dieser Liste? Ha? Ist das einer deiner Freunde auf der Liste? Miep, was soll das heißen, Miep? Sag es uns, Miep. Ihr habt keine Ahnung, ich habe euch schon gesagt, ich befolge nur Befehle. Ich schätze, sie ist irgendwie intelligent oder so, weißt du? Das ist schlimm, Miep. Meister Ellie ist in fürchterlicher Gefahr, Miep. Wir müssen rausgehen, Miep, und sofort, Miep, eine Verbindung, Miep, mit ihr herstellen, mit Ellie herstellen, Miep. Ich wollte das Item noch haben, was da liegt. Darf ich eventuell nochmal reingehen? Es funktioniert nicht, Miep. Ich kann mich nicht mit Ellies Intercom verbinden. Was ist los, Kids? Was willst du denn jetzt, Miep? Naja, ich unterschätze zwar den Nexolord. Unterstütze zwar den Nexolord, aber ich weiß es zu schätzen, dass ihr gekommen seid und mein Konzert angehört habt. Warum sucht ihr nicht zuerst einfach die anderen Wissenschaftler? Was, Miep? Warum sollten wir, Miep? Ellie hat mehr Priorität. Euer Freund ist nur ein Kind. Ich wette, sie haben sie bereits. Aber die anderen Wissenschaftler sind gerissener. Wenn ihr einen von ihnen vor dem Nexolord finden könnt, könnt ihr eventuell zusammenarbeiten und das Mädchen retten? Aber wir kennen keinen der anderen Wissenschaftler, Miep. Naja, ich schon. Dr. Margo, ein totaler Mathe-Nerd. Ignitia ist ihre eigentliche Geburtsstadt. Ist sie da?
Na, sie beschwert sich, dass sie bei all dem Lärm, den ich mache, nicht arbeiten kann. Daher bleibt sie nie sehr lange. Die Verrückte geht gerne in den nahegelegenen Dschungel und liest ihre dummen Bücher. Vielleicht versteckt sie sich im Dschungel. Das wäre lustig. Der Dschungel, Dr. Mago. Das ist sehr weit hergeholt, aber es gibt wirklich nichts anderes, was wir tun können. Jetzt beeilt euch besser, bevor meine Jungs herkommen. Ah, du hast sie gerufen, während wir geredet haben, Miep. Hey, ich arbeite immer noch für den Nexo-Lord. Ich möchte immer noch das Item haben. Wir sehen uns wieder, Kiddo. Okay. Wenn sie das sagt... Alles klar, mal sehen. Unsere beste Chance, Ellie zu finden, ist es, uns mit Dr. Mago zu treffen. Sie arbeitet normalerweise, Miep, im Dschungel im Süden, Miep. Das ist ein langer Weg, Miep. Aber wir müssen das für Ellie tun, Miep. Geh und heile deine Nexomon, kaufe Vorräte und einige Nexotraps und auf zum Ausgang im Osten, Miep. Ich möchte trotzdem noch das Item haben. Kann ich da jetzt ohne weiteres wieder zurückgehen, oder geht das storybedingt nicht? Ist sie hier drin? Nö. Ein goldener Nexotrap, sehr schön. Ein seltenes Item. Vielleicht sogar beabsichtigt hier platziert, so nach dem Motto, okay, viele Spieler gehen vielleicht einfach nicht zurück, weil die in der Story direkt weiter wollen. Aber nicht mit mir. Paul nimmt sowas mit. Warte mal, hier geht's runter. Okay, Nexomon heilen. Aber wir müssen eigentlich erstmal jetzt trainieren, bevor wir uns weiter um die Story kümmern. Na bitte, deiner Truppe geht es wieder gut. Mich irritiert immer das Deine. Wir sehen uns später. Ach ja. Hallo Freund, bla bla bla. Ich möchte tatsächlich... hiervon welche haben. Sicherheitshalber. So. Anti-Schlafmittel brauchen wir jetzt vielleicht noch nicht unbedingt. Anti-Verwirrer auch sicherheitshalber, scheiß drauf. Und das ist lustig, das sind Sachen, die ich bei Pokémon grundsätzlich nie kaufe. Aber ich habe das Gefühl, hier braucht man die vielleicht doch. Okay, Brandheiler und so lasse ich aber erstmal. So. Okay. Einmal kurz zwischenspeichern. Und dann gehen wir trainieren. So. Jetzt erstmal sie, weil sie höher ist. Als, ja, unser Oni. Ich glaube, wir können am besten hier erstmal trainieren gehen. Cooles Vieh. Aber Feuer mit Feuer ist halt immer so eine Sache. Oh nein, ey. Diese Wickelkacke ist in dem Spiel echt mega mächtig, ey. Kommt man da ohne weiteres wieder raus oder eher nicht? Oh, ist das ein dämlicher Scheiß. Ich will halt die Items für Trainerkämpfe aufheben. So, Gnob ist Level 18. Wie gesagt, Wickel... Oh, eine kaputte Lavalampe. Okay, um die Katze zu trainieren, ist der Ort hier gerade...
Cool, sie ist down. Cool. Cool. Ja, Training ist ganz wichtig. Man merkt's gerade. Wenn selbst die Viecher im Busch uns plätten.